Willkommen beim Lokführertraining im Rangierbahnhof in Hagen. Heute lernen Sie diese BR-363 Diesellokomotive in DB Rallyen-Lackierung zu fahren. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit der Zugvorbereitung, besonders wichtigen Fahrsteuerungen und Gütertransporten. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Um das Hauptpult einzuschalten, stellen Sie den Generalschlüssel ein. Damit Kraftstoff zu den Motoren fließen kann, muss der Treibstoffpumpenschalter eingestellt werden. Um die Motoren zu starten, stellen Sie den Motorstartschalter auf die angegebene Position. Um den hydraulischen Antrieb zu aktivieren, muss der Netzschalter betätigt werden. Drücken Sie den Umschalter, um dies als den aktiven Leistungsregler einzustellen. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Lösen Sie jetzt die Federspeicherbremse. Stellen Sie zum Lösen der Druckluftbremsen des Zuges das Bremsventil in die Position Fahren. Für diese Einführung werden Sie Rangieraufgaben rund um den Rangierbahnhof in Hagen wahrnehmen und einen Zug bilden. Dieser Zug ist nun einsatzbereit. Der Leistungsregler dieser Lokomotive ist ein wenig ungewöhnlich. Schieben Sie die Steuerung in die Vorwärtsposition, um schneller zu beschleunigen. Und bewegen Sie sie dann zurück in die Halteposition, um diese Beschleunigung beizubehalten.
Schubbetrieb wird eingesetzt. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Geschwindigkeit zu überschreiten, ziehen Sie die Bremse ein wenig an, indem Sie das Zugbremsventil in den Bremsbereich bewegen. Die Wagen sind hinter uns. Ändern Sie die Richtung mit dem Richtungswender und wenden Sie sich dann an den Fahrdienstleiter, um die Erlaubnis für den Zugang zu dem Gleis zu erhalten, auf dem Sie sich befinden. Das Signal wechselt auf Weiß, wenn wir die Erlaubnis zum Weiterfahren haben. Dieser Rangierbahnhof wird zentral gesteuert, so dass wir keine Weichen manuell bedienen müssen. Sie werden für uns eingestellt.
Kuppeln Sie die Wagen an die Lokomotive, indem Sie die Kupplung auswählen. Sie können dies entweder durch Aussteigen aus der Lokomotive oder mit Hilfe der externen Kamera tun. Jetzt, da Sie gekuppelt sind, bringen Sie diese Wagen in den zweiten Satz, um einen Zug zu bilden.
bitten Sie die Fahrdienstleitung um Erlaubnis, auf das Nebengleis mit dem Wagen fahren zu dürfen und fahren Sie dann weiter, sobald Sie die weißen Lichter erhalten. Gute Arbeit. Kuppeln Sie jetzt vom Zug ab und bringen Sie die Lokomotive an Ihren ursprünglichen Standort zurück.
gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen.